Herzlich willkommen. Zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Draugen. Und ich drücke eine Taste. Ich mag die Stimme der Sängerin, das ist auch das Stück selber. So, tut mir ja herzlich leid, wenn ich da jetzt reinquatschen muss. Draugen, weiter, neues Spiel, Option. Ich habe das Spiel schon mal so privat so ein bisschen gespielt und habe natürlich auch so mal so eine Testaufnahme gemacht, hier ne, für das Let's Play. Das Spiel habe ich schon sehr lange in meiner Sammlung. Und ich bin irgendwie nie dazu gekommen, das mal zu Let's Playen. Ist immer irgendwas anderes dazwischen gekommen. Und jetzt hatte ich ja das überraschende, mehr oder weniger überraschende Ende von Pioneers of Pagonia und dachte mir so, was mache ich denn jetzt? Und da dachte ich mir als weiteres so, komm, das ist jetzt die Gelegenheit, jetzt oder nie. Draugen soll es sein oder Draugen. Und mache ich das einfach mal. Noch ganz kurz, ich hatte gegen Ende der letzten Folge von Pioneers of Pagonia, hatte ich ja gesagt, hier von wegen, da hatte ich ja noch überlegt, was mache ich irgendwie, unter anderem hatte ich dann Foundation erwähnt und hatte dann so selber die Frage für mich so gestellt, so, ja, sind die dann nicht schon mit dem Release fertig oder so? Nein, sind sie nicht, da wird doch eifrig dann gefeilt, aktuell ist glaube ich immer noch die letzte Early Access Version zu bekommen, irgendwie 1.9.7 irgendwas, irgendwie in diese Richtung. Und die hatten ja auch angekündigt, ne? Also es werden bis zum Release keine weiteren Updates innerhalb von Early Access passieren, insofern also auch kein Let's Play von meiner Seite jetzt erst einmal, sondern erst dann halt zum Release von Foundation. So, jetzt aber hier eine ganz andere Geschichte. Wir machen hier Traum. Bist du sicher, dies wird deinen derzeitigen Fortschritt überschreiben? Ja, will ich. Wir fangen komplett neu an. Wie sie dann gehört. Tag 1. The water's cold. It's a fjord. You're not going swimming. Boo. You're such a wet blanket, teddy bear. You know I don't like it when you call Edward. Me... Edward Charles Harden, Esquire. Will you promise to behave on land? Don't I always? Lissy. Promise. Well, piffle and phonus balonus, Teddy. You ought to know better than to ask. Yes, I'll behave. I'll be a proper young lady. I shan't run or climb things or laugh too loud or call anyone old bean. Aside from you. So, do you think we'll find your Betty in, what did you call this village? Gravewick? Brewwick? Gravewick? Ich weiß genau, dass seine Schwester hier ist, auch wenn er schon seit Monaten nichts von ihr gehört, von Elisabeth gehört hat. She's there. How can you know for sure? She's my sister. But how can you know? I just do. In her letter, she wrote about... But that's months ago. She could have gone anywhere. Without writing or telegraphing her editor in New York, she wouldn't do that. Betty's... Cat's pajamas, the bee's knees, little Miss Perfect. Alice, you're talking about my sister. Fine. I'm sorry. Elizabeth Sedarb, we all love her dearly. And Teddy Bear? Edward? We will find her. Betty's fine. Why, we'll see her as soon as we get to shore. She'll shower you with kisses and berate you for coming all this way from Hanover, Massachusetts to the middle of Pazaluki nowhere Scandinavia way just to chase her down. Everything will be Jake, old fruit. Is that it? Is that Groovewook? It looks so peaceful and beautiful and so desolate, like a place built for ghosts. Finally. I don't think I could do this for much longer.
Can you row any faster? I'm getting frightfully bored. How about you take over, Alice? You slay me, Teddy, old bean. Was that thunder? Still distant. The boat will be in safe harbor by the time the weather arrives. So you say. But I say put your back into it, because we're sitting ducks out here. Quack, quack. Ich mag sie jetzt schon. Ist immer klasse. Ja, die gute Alice. So, wir sind angekommen. Ah, erstmal den schweren Koffer nehmen. Where is everyone? Probably working. I know it's a foreign concept to you, but that's something normal people do. Hardy har har. The Fretland farm is up the hill somewhere. Up where? Okay, wir sind glücklich hier angekommen. Und uns da mal so ein bisschen rum. Ja, heute. I believe it's that farmhouse. All the way at the top. Hot dog! Let's ankle! Hold on. Let me read the letter for Mrs. Fretland first. I'll meet you up there, old sport. I want to explore. Last one's a skunk's tail. Be careful. The ground's muddy. You could slip and fall. See you in two shakes. So, jetzt erstmal unterwegs. Gibt uns die Möglichkeit, hier deinen Brief zu lesen. Dear Mr. Harton, we would like to extend an invitation to visit our home. Trouble to hear of your sister's disappearance. No news to share. You'll find our farm on top of the hill. I hope I got that right. Look forward to seeing you here in October. Yours faithfully, Anna Fretland. Well, I'm here. Where are you? Did you make it to Grovik, Betty? And why did you pick this forlorn hole under the mountains? Also sprach Zarathustra. Teddy, are you coming? I'm almost there. On my way. Righto. Step to it, Teddy Bear. Okay, bevor wir hier drücken, um Lissy zu finden, also wir bekommen auch hier entsprechende Hinweise, gerade mit dem Steuerung, ne, hier da drücken und so. Die entsprechenden Befehle, das, was man machen kann, wird ja also hier eingeblendet und dann kann man sich dann entscheiden, was man da von wählen möchte. Und man hat so ein paar Tastaturbefehle, also hier beispielsweise F, ne, um die gute Lissy zu finden. Mit E kann man zoomen. Frederik, was? Land und Sohn wahrscheinlich. Irgendwas in diese Richtung. Wir gucken uns mal hier so ein bisschen um. Ja, wir sind ja gerade angekommen. Wir müssen uns erstmal hier so ein bisschen Überblick was schaffen. Auch wenn es gießt aus vom Himmel hoch, da komme ich her. Vollkommen egal. Wir sind ja hart im Nehmen. So, Fredland. Mining Company AS 1897. Okay. Kann man da rein? Nee, natürlich nicht. Der Weg ist uns versperrt. So, da wird ein Punkt angezeigt. Da müssen wir lang. Gehe ich mal ganz stark von aus. Aber, ne, wie gesagt, ich will mich so wenigstens so ein bisschen umgucken. Die Bemerkung der jungen Dame. Ja. Immer mit Ruhe, junge Frau. Die gute Alice hat vollkommen recht. Wo sind die alle? Ja, das sieht ja alles sehr, sehr, sehr verlassen aus. Oh, Nicholas Bolton als Edward. Okay. Skile Bennett als Alice. Skile Bennett? Ich weiß es nicht. Und es geht hier im Moment zumindest noch sehr ruhig und beschaulich zu. Draugen. Ja. Ja, hier ist es ausgesprochen düster. Oh, da vorne ist ein Wasserfall. Okay. Also der Ort ist schon jetzt ein bisschen malerisch, würde ich mal sagen. Das ist also jetzt nicht der schlechteste. Dann drück mal auf F.
Ah, da oben ist wir hin. Okay. Das finde ich auch sehr gut gelöst, ne? Wenn man sie sucht, wird das dann so in diesen Kreisen da, diesen Kringeln da angezeigt. So eine Lead-Designer Quintin Pan. Moment, wo bin ich? Und da geht's aus dem Art-Direktor Christopher Graff. Da geht's raus auf irgendwo hin. Keine Ahnung. Wir gucken uns das aber erstmal an, soweit wie möglich. Ist hier sehr düster. Ich weiß nicht, was ihr seht. Ich sehe so gut wie nix. Was? Ja, ist einfach zu düster dazu, um das jetzt lesen zu können. Wir müssen mal da zur späteren Stunde, also zur helleren Stunde vor allen Dingen, vielleicht mal nochmal vorbeischauen. Vielleicht kann man da noch mehr entziffern. Der Ort ist klasse designt. Auf jeden Fall. Ja, also ich finde das hier sehr, sehr schön. Da oben, guckt euch das mal an. Da ist das eine Kirche? Ich glaube ja, ne, oder? Könnte eine Kirche sein. Die kannst du nicht so ganz erkennen. Bei den derzeitigen Lichtverhältnissen, vor allen Dingen hier mit den Regenwolken und so. Und vor allen Dingen dieser Regenguss, der da runterkommt. Alles ein bisschen schlecht zu sehen. Ja, ich bin auf dem Weg. Junge Dame, ich bin auf dem Weg. Er lässt sich kommen. Oder Lissi. Wie er sie nennt. Ja, jetzt bitte dich. Alter Mann. Oder wie? Oder was? Ausruhen. Na gut, machen wir mal. Erstmal den schweren Koffer abstellen. Genau. Are you coming? Yeah. Taking a break. Hurry up. Storm's getting closer. Ich bin schon vollkommen durchnässt. Dann kommt das auf die paar Minuten auch nicht mehr drauf an. Na, ich kann jetzt hier nicht viel machen. So, ich wollte wissen, ob ich mich noch ein bisschen umgucken kann. Aber die Bewegungsmöglichkeiten sind ja arg beschränkt. Ich gehe mal weiter. So. Rechte Maustaste. Genau. Muss ich mir merken. Aktion abbrechen. Rechte Maustaste. Stand so nicht im Dings. Lead Programmer. Programmer Audun Tornquist. Stand so nicht in der Tastaturbelegung. In der Steuerung. Technical Art Director Morgan Sandbeck. Ja. Meine Güte, nee. Sie schon so ein bisschen nervig, ne? Ein ganz klein wenig. So, ich gehe mal ganz kurz hier so hin. Einfach um nochmal so ein bisschen die Aussicht zu genießen, mir so ein bisschen Überblick zu verschaffen. Und von da sind wir lang marschiert. Das sind die Gebäude von vorhin. Ach, das Teil, das habe ich mir nicht angeguckt. Ja, ich denke, wir werden aber nochmal Gelegenheit dazu haben, dass wir, ne, wir werden da, ich denke, wir werden uns in diesem Ort über längere Zeit aufhalten. Da bin ich ganz stark von überzeugt, dass das passieren wird. So, ich gehe mal weiter. Und die anderen Gebäude, das denke ich mal, schauen wir uns dann mal in der näheren Zukunft an. Ich hoffe, dass wir dazu Gelegenheit haben werden. Ne? Ich denke schon. So, das ist der nächste Ausruhpunkt. Lead Character Artist Hans Christian Andersen. Ja. Du darfst dich hier wieder ausruhen, alter Mann. Alles gut. Kann das nach. Animationsregie Eivind Giswold und Antvik. Entschuldigung fürs falsche Aussprechen. Unter Umständen. Das kam jetzt überraschend. Dass da noch jemand vorgestellt wurde. So, ich mach mal direkt weiter. Ich glaube, die Sonne kommt wieder raus. Mit dem Regen. Oh, ist noch nicht so ganz vorbei. Es schüttet noch ganz gut. Musik komponiert von Simon Pohl. Pohl? Designer Philipp Lange-Nielsen. Im Augenblick nicht so ganz sicher, ist das jetzt eine rein norwegische Produktion oder ist das so eine Kooperation? Programmierung Morten Nost oder Nöst. Ist es nicht, wie der Name richtig ausgesprochen wird? Seht ihr mir bitte nach.
Hier nochmal ausruhen. Hier nochmal ausruhen. Gut, nehmen wir auch nochmal mit. Wir nehmen hier alles mit. Koffer mal kurz abstellen. So. Gut. You're not the one carrying a suitcase. Genau. Ach, sie steht da. Wartet auf uns. Kommt natürlich nicht mal auf die Idee, komm mal dir entgegen. So, ne? Wir helfen mal tragen hier mit dem schweren Koffer. So. Geht's wieder? Komm, die letzten paar Meter wirst du schaffen, ohne gleich zusammenzubrechen. Drehbuch und Regie: Ragnar Törnqvist. What took you so long? I'm not 17. Nor are you 17. Put some spring into your step, old sport. Did you see the flag? It's at half mast. Someone died. So this is it, huh? Nice digs. But seriously, where is everyone? Im Haus, das Wasser verschlechtert sich und Edward würde sich nicht wundern, wenn die Dorfbewohner Zuflucht in ihren Häusern gesucht hätten. Ja, das wäre durchaus möglich. They can't all have vanished. Auch das ist richtig. Perhaps everyone's indoors. The rain's picking up. You first, old bean. Jo, ich klopf mal. Hello? Anyone there? Mr. Fretland? Mrs. Fretland? This is Edward Charles Harden, the American. We've exchanged letters. Maybe they went on holiday and left the door open. Give it a shake and a rattle. I can't just barge into their home. It's not a crime if you're invited. Okay. I'm coming in. This is Mr. Harden. Hello? Is anyone home? This house is as empty as a bird's nest in December. Hey, you want to check out the upstairs? Warum? Von oben kommt kein Licht und das Haus ist offensichtlich leer. I'm a guest. Why would I start poking around every corner of the house? I don't know. Maybe they're playing hide and go seek. Well, I didn't want to go upstairs anyway. It's creepy. There must be a sitting room on this floor. Okay. Seltsam ist das schon, ne? Wir kommen da an, das Dorf ist quasi wie ausgestorben. Die Leute, die uns eingeladen haben, hier zu wohnen, sind ganz offensichtlich auch nicht da. Schon etwas seltsam. Da geht's, glaube ich, wieder raus, ne? Das sehe ich richtig, genau. Etwas düster hier. Ich gehe mal hier kurz rein, schaue ich mal hier mich ein bisschen um. Hallo? Anyone there? Anscheinend nicht. Wie sieht's hier mit der Tür aus? Wo kommen wir da hin? Oh, this is nice. Charmingly rustic. The Boston Beaumont would pay a pretty penny for this setup. I thought foreigners lived differently. This is almost like an American home. People are people wherever you go. Thanks, Proust. So, sie schaut sich um. Machen wir natürlich auch. Von hier. Family pictures. Oh, wie? Ach, da. What did you call him? Unsere Gastgeber. Our hosts. No, silly, their names. Johann and Anna Fretland. This is honestly not what I'd pictured. They're very presentable. Not at all like turnip farmers. They're not turnip farmers. That must be Johann Fretland, master of the house. What makes you think he's the master of anything? It's 1923, Teddy, old boy. Women can vote. Johann Fretland. Old Johann's a bit wooden, isn't he? Like someone put a They're stick posing up, his, for a up his rear end. I say, loosen up, Johann. Mein Gott. I'm sure you two stiffs will get along famously. Okay, dann haben wir Anna Fretland. Johann went and found himself a delectable bride. Alice. Please. What can I say? She's a minx. Anna Fretland is a respectable woman. Her letter was courteous and professional. Didn't you say she was a city girl? It must have been awfully hard to adjust to life in the sticks. I can relate. Hanover isn't the sticks. Says you. Okay, dann haben wir noch die Tochter. I'm guessing their daughter is the master of this house. She's cute as a button. I can't wait to meet her. She's guaranteed to be more fun than you.
Das mag vielleicht sein, junge Dame. Wir schauen uns noch ein bisschen weiter um. Was haben wir hier? Bücher. The books are all in English. Isn't that a bit odd? Mrs. Fretland is Scottish, though she grew up in Ollesund. Have you been secretly communicating with Johann's winsome wife, Edward Dearest? Certainly not. She was the one who wrote me, because Mr. Fretland's English isn't as... I was only joking. Lighten up, old sport. Don't be such a pill. Da gibt's was zu lesen. Da muss ich eine Nachricht hinterlassen. Mrs. Fretland, I trust this letter finds you and your husband in good health. I wrote to home feels very far away. Are we feeling melancholy again? I've never been this far from Hanover. It's about time we got you out of that dreary old house, Teddy Bear. Jetzt war ich zu schnell mit dem... verdammt. Was steht da noch? Wait mal. Said no word from my sister. Okay. Ach, das ist der Brief, den wir Ihnen geschrieben haben. So, alles klar. Okay. I asked about Elizabeth. And they hadn't seen her? Anna, Mrs. Fretland promised she'd write if she heard anything. There wouldn't be many female reporters from New York and Western Norway. Why would she come here in the first place? Betty always has her reasons. Okay, was? Es ist Bergensfjord. The thought of boarding that infernal ocean liner again. I quite enjoyed it. So much room for exploration and mischief. So many opportunities for seasickness and claustrophobia. Don't be a Debbie Downer. I'm sure your tummy will be better behaved on the return voyage. And you'll be craving enclosed spaces after a week in this wide open wilderness. Okay, so viel dazu. Where do you think they've gone? The Fretlands. The Fretlands, the Hansons, the Jensens, all of them. I'm sure they'll be back soon. It's like a dead land. As though its soul has departed. Okay, ja, zum Wetter. It's really coming down. How about a quick run in the rain? Ja! Can't be serious. You're already a wet blanket, Teddy Bear. It's not like you'll get any wetter. Das stimmt allerdings. Vollkommen durchnässt, der arme Mann. You can see the whole village from up here. Do you want to go sightseeing? Tomorrow. It's getting late, and the rain's not abating. Ja, das sollte man berücksichtigen. Vor allen Dingen, wir haben selber schon gesehen, es ist relativ dunkel. Laut der Uhr, das ist 1:15. Mittags. Schauen. Ah, eine Kirche. There's the Stave Church. Do you think that's where they've all gone? Maybe there's a very popular funeral. The flag was at half-mast, but no sign of life out there. Ja, das ist ein bisschen seltsam, ne, dass hier irgendwie niemand zu sehen ist. Kann aber natürlich sein, ne? Hear something? No. Huh. Must be the wind under the door. Or the churning sea. Or the interminable rain. Or flesh-eating ghouls waiting to pounce. Alice, honestly. You're the one who reads Poe to me. Don't blame me for having an active imagination. Das kommt davon. Sehr cool. Ja, sie tanzt da rum. Wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Das Bild kennen wir schon. Hier ist eine Hochzeit. Wait. Is that... Are they... Who's... They're all twins. All of them. That's Johann and Anna Fretland. There are two of each, Edward. Two of each. Frederick and Margaret. Twins marrying twins. My mind's reeling. This is just too adorable. May 26th, 1899. We'll be celebrating their silver anniversary next year. Okay, schon etwas her. Ja gut. Aber wirklich, ne? Sie hat recht, ne? Schon etwas sehr seltsam, das Bild irgendwie. Wenn Zwillinge heiraten Zwillinge, ja, das ist schon nicht schlecht. Die kommt echt ins Grübeln. Ja. Wollen wir weiter? Ein weiteres Bild. Fotografie, ja. Those boys look proud as peacocks. What does it say there? Groovy? Gruben. The mine. Maybe that's where everyone is.
digging for precious jewels in the Stygian Abyss. From what I learned of this place during the brief stay in Ollesund, the iron mine shut down 20 years ago. Okay. Partner? Frederick and Johann Fretland, founders of the Fretland Brothers Mining Company. They're the spitting image of each other. Twin yep. brothers and business partners. And they married twin sisters. Adorable. Who's the boy? He looks related to the other two. Möglich ist es. 1897. Frederick and Johann Fretland, founders of the Fretland Brothers Mining Company. They're the spitting image of each other. Twin brothers and business partners. And they married twin sisters. Adorable. Who's the boy? He looks related to the other two. Hey, das ist jetzt ein bisschen seltsam, dass wir den gleichen Text jetzt nochmal bekommen, obwohl er jetzt ein anderer Punkt war, um den es ging. Ja, wir können hier noch lesen und tausend andere Sachen machen. Ich würde sagen, machen wir auch, aber dann erst ab der nächsten Folge. Wir gucken uns hier noch in aller Ruhe um. Ach, da steht die junge Dame. Und schauen mal, ob wir vielleicht nicht doch noch den ein oder anderen Bewohner hier finden. Obwohl, ich denke, entweder sind die irgendwie alle weg oder die sind wirklich in der Kirche wegen dieser Beerdigungsgeschichte. Wäre eine Möglichkeit. Okay, ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Mich reizt das Spiel schon sehr. Wie gesagt, so ein bisschen reingeschnuppert hatte ich auch schon mal vor Urzeiten. Und ich weiß nur noch halt, dass es halt um die Suche nach seiner Schwester geht. Mehr nicht mehr. Also da bin ich schon zu lange raus aus dem Spiel. Okay. Vielen, vielen lieben Dank für eure Begleitung und dass ihr hier zugegen seid. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.